Hallo zusammen und willkommen zurück bei Whisky Space. Ja, heute habe ich mir überlegt, ich mache mal wieder mein Barfach auf. Ja, also das letzte Barfach-Video, das war glaube ich letztes Jahr irgendwann im Juli, soweit ich weiß, das ist schon ein bisschen her. Und seitdem hat sich ja einiges getan im Barfach. Und ich werde das Ganze auch wieder mal splitten in Teil 1, 2, 3. Ich weiß allerdings noch nicht, wann dann der Teil 2 kommt, Frühjahr, Sommer oder so. Aber jetzt habe ich mir überlegt, ich werde euch mal mein Barfach 2022 vorstellen. Teil 1 mit allen Spirituosen, die ich habe. Also es wird heute auch nicht nur Whisky sein, ich habe auch ein paar andere Dinge noch mir besorgt, die werde ich heute auch teilweise vorstellen und ja, reden wir nicht lange um den heißen Brei, sondern fangen wir mal an. Und zwar greife ich hier nach rechts, den habe ich mir erst kürzlich gekauft. Das ist hier der Brucellati Isla Barley 2012. Ich glaube, es gibt mittlerweile sogar eine neuere Version, 2013. Aber den habe ich mir auf jeden Fall gegönnt. Bin ich sehr gespannt, habe ich nur Gutes gehört, habe ich auch noch kein Video dazu. Also zu manchen Whiskys habe ich schon ein Video, die blende ich euch dann oben einfach ein. So, schauen wir mal, ob wir da alles drauf bekommen. Ah, sieht doch ganz gut aus. Tschack. Okay, dann mal was nicht Whisky-mäßiges, und zwar ist das ein Rum, ein Gold of Mauritius Dark Rum, ein sehr geiler Rum, weil hin und wieder trinke ich gerne mal einen Rum, und der, ja, wie bei vielen Rumsorten leider gefärbt und zusätzlich noch gezuckert, aber geschmacklich genial. Ich werde dieses Jahr auf jeden Fall auch noch mal schauen, dass ich mir mal einen Rum besorge, der komplett natürlich aus dem Fass kommt, ohne Farbstoff und so weiter. Mal schauen, was ich da so bekomme. Also der Gold of Mauritius Dark Rum. Klick. Alright, gehen wir weiter zu einem Whisky, einem Irish Whisky. Ich weiß gar nicht, wann ich den mir letztes Jahr geholt habe. Ein Single Malt Whisky Irish, A Fantasy of Ireland. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Vom Brühler Whisky House. Sehr toller Tropfen, 9 Jahre alt. Da gab es eine von 396 Flaschen. Leider ist der schon längst ausverkauft, wie es ja üblich ist bei den Abfüllungen vom Brühler Whisky House. Hat 55,7 Volumenprozent, gereift im Bourbon Cask und ein Calvados Finish bekommen. Sehr schönes Teil. Klick. Alrighty then. Bleiben wir in Irland. Den habe ich mir auch gegönnt bei irishwhiskies.de. Soweit ich weiß, habe ich mir den bestellt. Das ist der Killowen. Ist auch ein Single Malt, Small Batch Irish Whisky, finished in Dark Rum Casks und PX Sherry Butts, 55 Volumenprozent, das ist eine 0,5er Bottle, ist nicht billig gewesen, aber schönes Teil, kann man nichts sagen. So, dann geht's weiter, gehen wir nach Schottland mal wieder. Den wollte ich mir auch unbedingt mal kaufen, weil den gibt es jetzt doch schon sehr, sehr lange. Und ich habe gesagt, da schlage ich jetzt mal zu. Den gab es mal im Angebot. Und zwar ist es der Balechin 10 Jahre. So. Gereift mit Ex-Bourbon und Sherry. Echt toller, toller Raucher. Also wer auf Highland Rauch steht, wirklich gut, 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 gut. Leggedy Kleck. Langen wir rüber. Den hatte ich erst zu meinem Special Video Anja Whisky Space, den Loch Lomond. 21 Jahre.
wirklich, wirklich ein schöner, schöner, altgereifter Whisky aus dem Ex-Bourbon-Fass. Und Loch Lomond ist sowieso momentan bei mir ganz weit oben angesiedelt im Ranking. Was da? Okay. So, schauen, ob wir alles drauf bekommen. Gut, gut, gut. Dann machen wir mal einen kleinen Abstecher in die USA. Den habe ich letztens beim Local Dealer mal relativ günstig erstanden. Den Four Roses Single Barrel Kentucky Straight Bourbon. Schönes Teil. Ich hatte da bis jetzt nur den normalen Four Roses, der mir eigentlich auch ganz gut gefallen hat. Wenn man jetzt Einsteiger ist bei Bourbon, ist der Four Roses Yellow Label. Jetzt heißt der, glaube ich, nicht mehr Yellow Label. Auf jeden Fall zu empfehlen. Und der ist dann eine Stufe höher angesiedelt, der Single Barrel mit 50 Volumenprozent, also echt ein schöner, schöner Bourbon. Chuckity Chuck. Gehen wir rüber. Ein Blended Scotch Whisky habe ich hier, den Cuttisark Prohibition Edition mit 50 Volumenprozent. Das ist ja nicht so üblich bei Blended Scotch, aber von dem habe ich auch Gutes gehört gehabt und dann habe ich mir den einfach mal gekauft, weil preislich ist der auch absolut in Ordnung. Gibt es, soweit ich weiß, auch noch eine 1 Liter Flasche und das ist eine 700 Milliliter. The Blended Scotch Whisky Cuttisark Prohibition Edition. So. Dann sind wir hier drüben. Mal wieder in Irland. Das ist eine Single Cask Abfüllung. Marika Single Cask, aged 15 years im Ex-Armagnac Cask, provided by Jack Teeling, Dublin, 57,5 Volumenprozent, Lichtburg. Bei Dein Whisky gab es den. Ein echt geiler Irish Single Malt Whisky, muss ich echt sagen. Den gibt es, glaube ich, nicht mehr, soweit ich weiß, aber es gab dann den Nachfolger mit Ruby Port oder sowas. Aber der war echt gut, wirklich. So, dann gehen wir da rüber, sind wir mal wieder bei einem Rum. Da hatte ich letztes Jahr auch im Sommer ein Video von dem Ron Sostenible Rum, ein sehr, sehr schöner, nachhaltiger Rum, wie er heißt, ja, Ron Sostenible, heißt glaube ich sogar nachhaltig. Schöner Rum, wenn man auch mal hin und wieder den Rum mag, preislich ist der auch absolut okay und ja. Schönes Teil. So, dann da drüben, nach Scotland, Isla, der Storm Kelpie, 7 Jahre, Bonner Heaven, 46 Volumenprozent, eine richtige Rauchbombe, aber sehr, sehr geil. Wenn man da eine Flasche kauft, dann unterstützt man auch die Vereinigung Sea Shepherd. Cooles Ding, auf jeden Fall. Das wird schwierig werden, aber ich probiere es, dass wir das alles hier ungefähr auf den Tisch bekommen. Okidoki. Dann wieder Loch Lomond, hatte ich letztes Jahr zur Weihnachtszeit, das war auch eine Spezialabfüllung zur Weihnachtszeit, zur Christmas Time, der 12-jährige Vital Spark, Sherry gereift, Loch Lomond, 51,5 Volumenprozent, super Teil, weiß nicht, ob es da noch Restbestände gibt, aber da kommen ja auch immer wieder neue Abfüllungen raus vom Vital Spark und 0,5er Flasche, also kostet schon ein bisschen was, aber ist echt cool. Cooles Zeug. Gut. Da drüben. Wieder mal einen Kentucky Straight Bourbon. 1 Liter Flasche der Old Forester Kentucky Straight Bourbon mit 50 Volumenprozent. Ein sehr tiefer, dunkler Bourbon, also der sehr schwer ist und kräftig ist, aber richtig toll. Also ich hatte da letztens im Tasting mit einem Kumpel und da hatten wir da so Brombeeren mit Schokolade überzogen. Ja, wirklich. Also 1:1. Richtig geiler Kentucky Straight Bourbon und auch preislich war der, glaube ich, 40 Euro oder so für 1 Liter. Also kann man echt nichts sagen. So.
Dann gehen wir hier wieder rüber. Und zwar nach Scotland. Zum Deluin. 16 Jahre. Aus der Flora und Fauna Serie. Ein sehr, sehr schöner Whisky. Deluin, das ist mein erster Deluin gewesen. Und ja. Also da. Schreibt mir auch mal bitte rein, was echt wichtig ist, welche Whiskys ihr gerne vorgestellt haben möchtet, so in den nächsten Wochen und Monaten. So, sagt euch mal eure Top 3 hier von den Whiskys oder Top 2 oder keine Ahnung, welchen ihr gerne mal ja, im Tasting-Video von mir gerne hättet. Den hatte ich auf jeden Fall auch noch nicht im Video. Chubby Chub. So. Dann habe ich hier mal was Spezielles und zwar einen Brandy. Da bin ich drauf gekommen, weil mir der Michael, der liebe Whisky-Nerd, Grüße an dich, Michi, den mal empfohlen hatte, den Cardinal Mendoza Brandy Solera Gran Reserva Sanchez Romate, bla bla bla, Brandy de Jerez. Echt ein geiler Brandy und wenn man auf Whisky steht, also da kann ich nur empfehlen, den auch mal zu testen. Das ist ein echt schöner, schöner Brandy. So, den dahinter. Ja. So. Okay. Dann kommen wir nach Deutschland. Ich war mal wieder bei mir in der City unterwegs, am Altstadthof, im Altstadthof Shop und habe mir einen neuen Irish Whisky geholt. Und zwar den Ludwig, den 16. Louis. Läuft jetzt drauf, lassen wir mal, ob man es erkennt. Der ist mit 52,8 Volumenprozent abgefüllt, Single Malt, 4 Jahre alt und gereift in 2 Jahre in Bordeaux-Fässern, Bordeaux-Rotwein und 2 Jahre in Cognac-Fässern. Also eine sehr, sehr spannende Kombination. So. Und jetzt komm her. Okidoki. So. Jetzt wird es eng, aber das schaffen wir. Dann greife ich hier rüber. Den hatte ich auch im Video schon. Den Ben Brachan 30 Jahre Speyside. Also ich war da sehr, sehr begeistert. Auch der Preis, der aufgerufen wird von 90 Euro für den 30-Jährigen. Also muss ich sagen, finde ich wirklich, wirklich genial. Wo man bei dem auch sagen muss, ich schätze mal, dass da auch unterschiedliche Batch, ja, dass die unterschiedlich schmecken, weil viele haben gesagt, der schmeckt mittelmäßig, ist okay und so weiter und so fort. Ich fand ihn jetzt richtig gut, ist auch die aktuellste, ich glaube von 2021, die Abfüllung. Und die war richtig gut. Ich weiß nicht, wie es bei den Jahren davor war. Vielleicht kann ja sein, dass da unterschiedlich dann die zusammen Setzung ist und vielleicht dann die Fässer auch unterschiedlich waren, aber bei dem an 21 ist der auf jeden Fall richtig gut gewesen, der Ben Brachan 30 Speyside. So. Okay, dann kommen wir zum Endspurt. Endspurt. Duncan Taylor, einer meiner liebsten unabhängigen Abfüller, muss ich echt sagen. Ich hatte da mal bei Whisky Chasen irgendwann mal mitgemacht beim Duncan Taylor Blind Tasting und da gab es noch den alten Glenrothes, der war 8 Jahre alt und der hat da überragend gewonnen gehabt und da war ich leider nicht schnell genug, aber irgendwann gab es eine neue, das ist jetzt ein 9-jähriger Glenrothes aus dem Sherry Cask mit 54,8 Volumenprozent. Ich habe den auch noch nicht geöffnet. Schöne Farbe, also bin gespannt auf jeden Fall. Von Glenrothes hatte ich bis jetzt auch echt nichts Schlechtes, muss ich wirklich sagen. So, sieht man mich noch? Jo, okay, jo, gehen wir darüber. Nach Empfehlung vom Andreas, dem lieben Whisky-Häcksler, Grüße an dich, Andi. Habe ich mir den besorgt, den gab es da mal im Angebot, den Emperor's Way Henry the Lion. Und zwar sieht da so die Box aus.
Und dann schiebt man das hier so hoch und dann kommt, wenn nicht gerade der Zettel ist, die Flasche zum Vorschein. Richtig cool. Da freue ich mich auch schon richtig drauf, weil er hat ja in den schärfsten Tönen geschwärmt von dem. Freue ich mich absolut. So, okidoki. Dann den packen wir mal darüber. Bleiben wir hier bei Schottland und hier nicht Schottland. Und da sind wir mal wieder in den USA und zwar diesmal in Texas. Da habe ich den Texas Single Malt mit 53 Volumenprozent. Das ist ein mein erster Texas Whisky gewesen und dann gleich ein Single Malt. Der darf sich auch gar nicht Whisky nennen, weil er ja relativ jung ist. Und da steht nämlich Classic Edition Malt Spirit, aber ist ein geiles Teil, weil in Texas, da ist ja wirklich brutal heiß und da reift der Whisky super, super schnell oder der Spirit und auch die Farbe, die rauskommt. Also auch richtig, richtig toll. So. Okay, Schottland. Den habe ich mir auch mal im Angebot geholt, weil Benriach, die alten, wie man hörte, waren ja besser wie die neuen. Von den neuen habe ich ehrlich gesagt noch gar nichts gehabt. Und die alten haben mir eigentlich alle gut gefallen. Und dann gab es mal den im Angebot und unter 100 Euro irgendwann mal. Den Benriach mit 20 Jahren, die weiße Verpackung mit Ex-Bourbon und leichtem Sherry-Einfluss. Ja, schön altgereifter Whisky. So, wo packen wir den noch hin? Komm, packen wir den davor, die weiße Front. So, gut, haben wir noch zwei. Der eine ist jetzt ein Exot, aber ja, bei denen, die ich schon gehört habe, die haben gesagt, diesen Whisky, den muss man einfach probiert haben, ist was ganz was Spezielles. Und dann habe ich mir den jetzt einfach mal besorgen müssen, weil es auch wirklich, ja, schon krass ist. Erstens mal die Flasche. Es handelt sich um diesen Onchaba Namibian Whisky. Kostet so um die 50 Euro. Ist ein Grain Whisky, gereift in Rotweinfässern, weil das ist so ein Weingut dort in Namibia. Und es liegt natürlich nahe, dann diese Rotweinfässer dafür zu verwenden. Und bei dem ist es spannend, das Getreide besteht aus Perlhirse, soweit ich weiß, glaube Weizen und Mais, genau. Aber das richtig Spannende erst, das sieht man, weil da dieser Dumbo abgebildet ist, sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, der Elefant, dass das Ganze, also das Getreide, also wird quasi nicht wie Torf zum Beispiel, ja, in den Ofen gegeben, sondern Elefantendung. Ich sage das einfach mal, ja. Und es ist wirklich sehr interessant. Manche würden sagen, okay, das ist vielleicht doch ein bisschen, oh mein Gott. Aber, also positiv überrascht, wirklich. Kann ich echt nur sagen. Wenn ihr den mal im Video haben wollt, sagt Bescheid. So, dann sind wir am Ende. Einen habe ich noch. Und den gibt es leider nicht mehr. Und zwar handelt es sich um die War of the Peat Serie von Wick, Signatory Vintage. Und ich habe hier War of the Peat Nummer 10 von 13, den Whitlaw. Und Whitlaw ist ein Code für Highland Park. Aged for 8 years, first fill sherry, but finish. 59,5%. Flasche ist noch komplett ungeöffnet. Da ist er. Da krasse Farbe abbekommen. Whitlaw Highland Park von Wick 59,5. Da freue ich mich drauf. So, alright. Gut. Ja, ich beug mich mal nach vorne und dann packen wir mal hier hin und dann packen wir hier hin. So. Okidoki. Schreibt mir auf jeden Fall mal rein, was eure Favoriten sind hier. Welche ich im Video verkosten soll, demnächst. Und ja,
Also der, wie gesagt, der Teil 2 von meinem BAföG 2022 wird dann wahrscheinlich im Frühjahr, Sommer oder so kommen, weiß ich aber noch nicht ganz genau. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und dann freue ich mich schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, hier bei Whisky Space. Macht's gut, bis dann, tschüssi. Ciao, ciao.